Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Feed to Beast Ultimate mit mir, Fastcrafter, und mit mir, dem Buxton von Buxton.de. Vorsicht, hinter dir, Creeper, hinter dir, hinter dir! Das fängt ja echt schon richtig toll an. Also, hinter dir gesagt. Tut mir leid. Aber du machst alles falsch. Ich weiß. Oh Mann, ich krieg keine Blöcke. Unglaublich. Ich hab keine Blöcke gekriegt. Dann setz sie hin. Ich bau du noch mal ein paar ab. So, dann würde ich auch sagen, direkt mit dem Let's Play schon mit dem Bauen und so alles anfangen. Und wir können währenddessen ein bisschen was. Willst du farmen? Ich fange schon mal an, Haus zu bauen und so. Ja, was wollen wir denn am Anfang erstmal farmen? Alle wichtigen Erze, Tin, Redstone und so weiter. Ich hol schon mal ein bisschen Holz. Ja, dann brauche ich auch Holz erstmal. Da oben sind sogar schon Schafe und links sind auch schon Erze. Schafe sind gut, weil dann können wir uns ein Bett machen. Da gibt's schon mal viele Erze. Ja, du kannst ja die Schafe. Ja. Miep, miep, miep. Ja, jetzt mal für die nicht wissen, was Feed the Beast ist. Feed the Beast ist für Minecraft, sieht man unschwer vielleicht, eine Modifikation, also eigentlich ein Modifikationspack. Okay, das ist mit um genau zu sein mit 81 Mods, die dabei sind. Diese Mods sind alle kompatibel gemacht, das heißt, es gibt keine Lags und so weiter. Also, oder es startet überhaupt nicht, je nachdem. Also und Lags schon ab und zu mal. Ja, das ist ja beim PC dann. Und auch unter anderem mal der Server, der muss das ja auch alles verarbeiten. Weil wie ihr schon seht, ich mache jetzt hier rechts im das ist kein Too Many Items, das ist Not Enough Items, was es hier alles gibt an Sachen. Hier gibt es 53 Seiten. Das muss man sich mal überlegen. Ich gehe jetzt mal hier langsam durch. Echt? Das ist schon eine ganze. Das ist schon eine ganze Menge, ja, wegen der Bildschirmbreite. Dein Bildschirm ist doch breiter, aber nicht so hoch. Meiner ist. Nee, andersrum. Wie war das denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das hängt auf jeden Fall mit der Bildschirmbreite und so weiter zusammen, wie viele Items dann drauf passen. Ich habe Rubberwood abgebaut, ich wollte eigentlich ganz normal. Das ist gut, das brauchen wir. Das brauchen wir später für die ganzen Maschinen. Und das liegt wieder. Wahrscheinlich auch noch da dran. Hä? Schon wieder baue ich's ab. Und das liegt auch noch da dran, wie viele auf eine Seite passt wegen, ach, was war das denn wegen der. Warte, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Wegen der GUI-Größe. GUI. Miep. Bäume setzen. Kabelstone. So, das ist jetzt aber. Das ist jetzt mal ein normaler Baum, hoffe ich. Ja, ein normaler Baum. Ich bringe gleich eine Axt. Brauche ich keine mehr, ich habe gleich genug. Nein, ich meine Steinaxt. Ja, und? So, stimmt. Tut mir leid. So, dann töte ich jetzt schon mal die Schafe in der Hoffnung, dass wir so. Ich weiß, in der Hoffnung, dass wir so viel Wolle kriegen, dass wir uns zu Betten machen können. Ich komme mal zurück. Ich töte auch mal Schafe. Warte, ich habe ein Zombie. Da ist schon ein Zombie. Also wir benutzen. Ich habe zwei Wolle. Vorsicht. Das könntest du mir mal helfen. Ja, warte, ich komme gerade, ich will das Schaf hier noch töten. Drei Wolle. Das heißt, für ein Bett hätten wir schon mal. Vier Wolle. Oh, ich komme. Okay, renn weg. Und tot. Ups. Hm. Ich sammle deine Sachen mal. Oh, warte mal, 26 Frames. Ja, gut, wir können uns zwei Betten machen. Ich mach schnell zwei Betten. Hast du mein ganzes komm, Zeug? Komm. Ich hab dein Zeug eingesammelt. Gut. Da muss ich gleich den Death Point wegmachen. Du hast ganz schön viele Pfeile. So. Hier drin. Oh, eine in der Backe. Erst, ja, wir haben einen Pfeil in der Backe. Ja, du. Oh, jetzt ist er weg. So, ein Bett. Und das zweite Bett. Gut. Oh, das ist doch der perfekte Start. Ja. Direkt erst paar Minuten, ersten 5 Minuten schon Bett. Top. Ich gehe da hinten Monster killen. Kannst du mir mein Zeug zurückgeben?
Ach so, ja klar, was hat so nur Holz, Holz oder nur das ganz normale Holz? Warte ich kurz, ich werde von hier so ein Skelett angreifen. Ich habe nur mehr Holz und ich wollte es nicht geben, weil mich sonst Skelett noch tötet. Holz. Ja, ja, das klar. Das reicht, das ist nicht alles mir. Das ist noch dir und das ist noch dir. Ja, ich habe doch teilweise Müll gegeben, den ich nicht brauchte, also. Ja, das ist sehr nett. Nett von dir. Ja. Ich mach schon mal weiter Cobblestone Farm. Ich mach erstmal eine Truhe auf. Aber nicht nur 23 Frames. 20 jetzt gerade. Ich hab 35. Einen Pflasterstein haben schon. Ich kann dir auch noch 20 Stück geben. Ja, gib mal einen Pflasterstein. Ja. Gerade unten am Farmen. Setz hier mal ein paar Bäume hin, wenn du Zeit hast. Da, ich hab's in die Truhe getan. Wir können ja dann später auch so relativ viel Strom mit MJ machen, also was heißt mit MJ machen, mit Kühen machen, weil wir können mit einem, jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den Namen, mit einer Maschine können wir von den Kühen die Milch. Nein, das was hinten aus so einem Loch rauskommt. was auch das genannt, wohl sein wird. Kann man dann auffangen, kann das dann mit 100 MJ zu Biomass machen und mit nochmal 100 MJ zu Biofuel und daraus kriegt man dann 2000 MJ. Das heißt im Prinzip macht unterm Strich 1800 MJ plus, wenn man keinen Verlust hätte. Deswegen kommen wir dann bei 1700 ungefähr raus, weil wir Verlust haben. Und ja, wir werden also am Anfang nicht so viel mit EU machen, also mit außer Chatbacks, also nicht so viel mit ja, mit EU machen, weil zum Beispiel der Meserator sehr teuer ist, dafür brauchen wir 4 Diamanten für einen Meserator und ich finde das doch ganz schön übertrieben, dass sie die Rezepte so arg verändert haben, dass sie jetzt so sau schwierig geworden sind, aber einen Extractor können wir schon mal machen, der läuft zwar mit EU, aber da kriegen wir halt mehr Rubber und wir können uns einen Polarizer machen, der ist wie ein Meserator, aber mit MJ und ja, jetzt habe ich genug geredet. So, jeder, der das jetzt gerade nicht verstanden hat, der schreibt jetzt in die Kommentare nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Dann schreibe ich euch zwei Seiten voll von den Kommentaren, was ich gerade erzählt habe. Das ist doch ein Deal. Ja, das wäre echt ein Deal. Ist auch nichts Schlimmes, wenn ihr es nicht versteht, also. Weil ich tue es auch nicht. Ich krieg hier nur die Anweisung. Ich bin die Bauschlampe. Du kriegst keine Anweisung. Ich muss denken. Ich sammle gerade ganz schön Zeug, ich weiß aber nicht, was es ist, weil ich habe das Texturenpack. Ach so, das Texturenpack, das ist das Sortex Texturenpack mit der Feed the Beast Erweiterung. Version Add-on, ja. Ja, ich wollte ja erstmal den Death Point, ja, ich muss gucken, wo, Wegpunkte, Death Point, lösch. Ja, so, ich habe jetzt immer ein Stick Cobblestone gefarmt. Oh fuck. Gut, wenn ich das halt umgebracht hätte. Ich hab das eigentlich dahingesetzt wegen dem Licht. Ich bringe mich mal kurz um, damit ich keinen Hunger mehr habe. Ich stehe hinter dir. Ba, ba, ba. Kannst du mich töten? Einen Schlag brauche ich noch. Ich habe nur noch ein Herzchen. Okay. Ein halbes Herzchen, bam, tot. Aha. Dankeschön. Moje! So, jetzt sorge ich mal dafür, dass wir langsam mal ein bisschen Eisen kriegen. Das haben wir nämlich gar nicht. Du kannst ja dann farmen. Ich kümmere mich dann erstmal um schon mal Holz und so mehr für das Häuschen. Miep. Ich gehe in eine Höhle. Sie ist dunkel. Sieht sehr komisch aus. Ich glaube nicht, dass... Da hätten sie nur ein paar Wabba-Bäume, die kann ich gleich noch abholzen. Ich gehe mal rein. Und ich muss mich kurz mal auf beschäftigt stellen.
weil diese Aufnahme relativ spontan kam, wenn ich es mal so sagen will. Ja. Man denkt man halt an sowas nicht. Schön sieht man jetzt auf YouTube mal wieder gar nichts gerade, weil ich bin in einer dunklen Höhle. Hast du deine Helligkeit auf hell? Ja, hab ich. Kann ich auch. Was ist das? Kupfer. Und was zur Hölle ist das? Oh, man sieht ja unterirdisch die Gänge. Wenn du Marble findest, kannst du mir das sagen, weil dann kann ich kommen. Dann, Marble können wir immer gebrauchen für den Hausbau. Das sieht cool aus in dem Texture Pack. Ja, okay, ich kann gucken. Das heißt cool, das sieht richtig geil aus. Ich muss mich auch mal kurz in Skype auf die Beschäftigt stellen. Okay, vielleicht wurde gerade, egal. So, bin wieder da. Ich glaube, da unten kommt ein Skeleton. Tötet es mit einer Battle-Axe. Hab ich aber nicht. Oder mit Boomerang. Boomerang. Oder gibt's den hier? Da war das, ach nee, den gibt's hier gar nicht, das war ja, Tacket. Tut mir leid, dass ich das verwechselt habe. Aber es hängt fest, das ist geil. Scheiße. Ich hol Pilze schon mal, dann können wir Pilzsuppen machen. Ah, das war gut. Hitbox. Und zack, zack, zack. Oh, scheiße. Ich sterbe. Lava? Nein, aber ich... Zum Glück weiß man immer, wo der sich befindet, der Death Point. Und der ist auch nicht gerade. Nicht Lava, weil er stand Blue up. Lol. Ja, Creeper. Achso. In die Luft geflogen. Das tut man in der Lava nicht. Gewöhnlicherweise. Ja, tut mir leid, stimmt, sonst steht er ja. Try to swim in Lava. Aua. Nein, da ist es schon grad wieder, Schweine, das Mongo. Ich muss jetzt einen Marple abbauen. Hast du Marble? Ja, aber ich brauche erst meine Spitzhacken zurück. Weil wenn du Marble hast, dann sag mir das, dann kann ich zu dir kommen. Fuck. Das Problem ist, ich sehe ja deinen Namen nicht. Ja, ich bin jetzt schwer zu finden. Wo ist jetzt meine Spitzhacke hin? Du hast doch, mach dir doch einen Point und komm. Ach, ich hab's. Glaubst du, die Zuschauer haben ein Problem damit, wenn ich mich jetzt teleportiere? Ja. Okay, dann machen wir es jetzt so, du machst dir dann nee, warte jetzt mal. Dann kommst. Ach man, ich will jetzt Marble haben, dann kann ich mich bauen. Ich muss ja erstmal die. Oh, was ist denn das? So ein blaues Teil, was von der Decke ragt und leuchtet. Ja. Und leuchtet. Wenn du dagegen kommst, gibt's Schaden, oder? Mach mal. Es hat gerade erstmal die ich schaue, es hat jetzt erstmal die ganze Höhle erhellt, das ist schon mal schön. Dann lasse ich es erstmal. Ich glaube, ich habe Red Seco, keine Ahnung. Oh, da hinten bei den Villagern ist Korn, das können wir farmen. Aluminium. Jetzt können wir uns Alufolie brauch machen. Nicht. Aluminium brauchst du nicht. Karotten und Korn. Erfolg. Nein, ich sag's nur, ich Aluminium ist eigentlich so das Unnötigste, was es hier gibt, weil du das eigentlich nie brauchst. Kürbisse. Ich kann den Block nicht abbauen, witzig, oder? Es hängt. Und angeblich... Bei wie viel Minuten... wie lange soll dann eigentlich, wie lang wollen wir dann eigentlich eine Folge machen? Okay, die 15 Minuten haben wir nämlich schon. Ach, ja, aber wir machen so Sessions oder ja, klar, oder? Ja, können wir machen. Da muss das nachher passend schneiden.